Was hat es denn damit auf sich? Wieso ist immer wieder meine Maus im Bild? Keine Ahnung. Was ist da jetzt eigentlich bei Tutorial? Okay. Das ist nur das Standardmäßige. Was ist denn ein Charakter-Tutorial? Das will ich mir jetzt mal anschauen. Haben wir irgendeins zu einer aktuellen Figur? Nein. Nehmen wir Darunia. Ach so, ich dachte, da kommt jetzt ein Video. Oh, ist ja langweilig. Das macht ja dann keinen Spaß. Musikauswahl. Ah, das passt schon. Die wird schon, Spiel wird schon wissen, was die beste Musik ist. Oh, nicht der Wassertempel. Es ist der schlimmste Tempel in Ocarina of Time. Mein hier in dem Spiel wird er wahrscheinlich ziemlich sicher nicht so schlimm sein, aber ihr elende Menschlein solltet wissen, wo euer Platz ist. Zelda, Fragezeichen. Prinzessin Zelda, nein, Prinzessin Zelda würde uns niemals angreifen. Das ist bestimmt die Zauberin. Oh Gott. Kümmern wir uns doch um die Gegner in ihrer Nähe. Fallen wir ihnen vom Norden her in den Rücken. Na Gott sei Dank sind wir im Norden reingekommen. Springe von der Nordklippe und greife von unten. Hinten an. Okay. Angriff der julianischen Truppen senkt die Moral der Truppen von... Von... Wer ist das? Hilfe! Wieso ist denn die jetzt in der Front? Nur Prinzessin Ruto kennt den Weg in den Tempel. Wir müssen auf sie aufpassen. Kannst du jetzt irgendwas Besonderes? Kann ein bisschen auf ihrer... Lyra spielen. Ja, okay. Kann doch ein bisschen was. Rette Ruto. Sehe ich da ein Leben? Ja, ich sehe ein Leben-Balken. Mein Wii U-Tablet. Alias Gamepad. Aber Tablet klingt viel cooler. So, wir haben jetzt die Goron und alle möglichen Soldaten auf unserer Seite. Das ist cool. Ich will eigentlich die Festung da oben einnehmen. Ich bin nur zu blöd, da hinzulaufen. So, ah Gott. Mein Handy vibriert. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht am im Video. Weil jetzt gerade hier so kleine Twitter-Pop-Ups kommen. Und zwar die von meinem Handy. Und die gehen gerade nicht weg. Einmal kurz, einmal kurz. Müsste nichts passiert sein. Die Worte von Zelda senken die Moral der hylianischen Truppen. Nein! Moral unserer Soldaten sind... Oh, danke, dass du es nochmal erwähnst. So, da ist Prinzessin Ruto, die wir jetzt befreien werden. So, dicke Kombos. Die kann einen Feuerball schießen. Da kann sie ein bisschen Blitz machen. Das ist auch ein schöner Angriff. Durchaus. Mal ein bisschen durchprobieren. Ach ja, warte mal. Setzen wir jetzt hier ein, damit es mehr Gegner trifft. Oh, da sieht das cool aus. Einfach ein bisschen tanzen. Die Tanzattacke. Alle Gegner müssen tanzen, ob sie wollen oder nicht. Und zwar Cha-Cha-Cha. So, was ist jetzt für eine Musik? So, Also Shia kennt nicht wirklich Gnade, oder? Sieht nicht so aus. So, Mission erfolgreich, perfekt. Prinzessin Ruto ist gerettet. Noch ein paar Skelette hier, aber die machen nichts. Folgt mir, wir können nur in den Wassertempel, wenn wir die Schleusen öffnen. Welchen Tempel müssen wir einnehmen? Links oder rechts? Zur Seefestung links. Keine Sorge, ich nehme schon mal ein. Mach schon ein bisschen Vorarbeit, ich bin ein fleißiger Junge. Das sieht schon cool aus, wie, vor allem wie sie immer zusammengezogen werden. Das macht doch ordentlich Flächenschaden. Mehr als die meisten anderen Angriffe. Die Truppen von Freiheitsherren rücken gegen die hylianischen Truppen vor. Was? Wer hätte damit gerechnet? Ruto? Bewegt dich nun. Die Worte von... Ja, ich weiß. Das habe ich auch schon mitbekommen. Dass da irgendwas ist. Lasst euch nicht täuschen. Hört nicht auf das, was sie sagt. So, Ruto. Meine liebe kleine Ruto. Wenn du dich vorwärts bewegen würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Im Verrückt, Form der Runde zu unterstützen. Sehr gut. Ich versuche, unterstütze unsere Verbündeten. Kümmer du dich um die Schleusen. Wie sie erst immer auf ihren Lyra spielt. Furchtbar. So. Du kriegst ein Wasser... Okay, du kriegst doch keinen Wasserstrahl. Ist ein bisschen fieser als ein Wasserstrahl. Kannst du dich langsam mal bewegen, Ruto? Danke. Räum hier doch eh schon alles auf. So, jetzt ist sie natürlich wieder von zwei Skeletten aufgehalten.
Drei Skeletten. Entschuldigung. So, nochmal kurz tanzen hier. Wir machen hier einfach eine schöne Tanzparty und lassen unsere liebe kleine Prinzessin Ruto fröhlich und munter vorrücken. Oh, da war Magie dabei. Magie, Magie. Ah, ja. Ist später immer praktisch gegen bei größeren Bossfights. So, Ruto hat die Seefestung erreicht. Komm, Schleusen öffnen. Oder? Ja, sieht gut aus. Ah, das Wasser wird abgesenkt. Kann man das so sagen, abgesenkt? Ja, gibt keine andere Möglichkeit. Das Wasser sinkt ab. Ja, kann man auch sagen. Egal. Immer dieses Nachdenken über einen deutschen Satz. Puppa. Die Schleusen sind offen. Jetzt können wir den Wassertempel erreichen. Betreten. Moment, natürlich, betreten. Gut gemacht, auf in den Wassertempel. Komm, seid nicht immer so demotiviert. Max nicht, wenn meine Truppen so einen gelben Schleier haben. So einen blauen Schleier. So, komm her, du kleines Mistvieh. Wir werden, wer immer sich da als Prinzessin Zelda ausgibt, ich werde ihm die Maske vom Gesicht reißen. Der Spiegel der Wahrheit sollte sich im Tempel befinden. Er wird uns ihre wahre Gestalt zeigen. Spiegel der Wahrheit? Ist mir neu. Oh, da oben wurde ein Ding besiegt. Oh, da wurde schon wieder was besiegt. Aber das war ich. So, ein bisschen tanzen. Und du kannst es einfach mittendrin einsetzen. Das ist mal praktisch. Wie man bei Impa gesehen hat, wenn man da die Attacke nicht auf die Gegner rittet. Ich komme mit. Dann bewegt die Attacke genau gar nichts. Hier kann man sie einfach mittendrin einsetzen. Ist genau für mich gemacht. Schafft sogar ein Idiot wie ich, die Attacke richtig einzusetzen. Ruto wurde in der Nähe der Haupthalle gesichtet. Ja, danke. Schön, wir sind hier gut hineingelangt. Der Spiegel der Wahrheit muss irgendwo sein, aber wo? So, komm her. Blödes Ding. Da ist der Spiegel der Wahrheit. Das soll die wahre Natur der Dinge spiegeln. So. Perfekt. Und natürlich ist die Tür zu. Natürlich ist Ruto eingesperrt. Zelda hat die Haupthalle geschlossen. Aber ich würde auch keine Haupthalle schließen können. Sie haben uns entdeckt. Wir scheinen hier gefangen zu sein. Keine Sorge, ein gutes Lied wird uns immer retten. Oh, sieh nur, wie sie tanzen. Öffne die Schleusen im Tempel, um einen Weg hierher freizumachen. Welches Ding muss ich reinnehmen? Öffne alle Schleusen und rette Ruto. Okay. Dann gib mir eben keine genauen Angaben. Mach ich es eben alleine. So, erstmal den Vorposten. Und ich nehme mir den Osten vor, such du im Westen. Oh, ich bin sogar richtig. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich richtig bin. Anhieb. So, ich werde mich um eure Freunde kümmern. Wenn ihr sie wiedersehen wollt, ergebt euch! Nein, das ist eindeutig nicht unsere Zelda. Die Worte von Zelda senken die Moral der hylianischen Truppen. Glaubt ihr nicht? Geißen, wie feige! Du siehst zwar aus wie Zelda, aber deine Taten verraten dich. Eindeutig. Abgesehen davon, dass Zelda freundlich ist, aber Geißen würde sie schon gar nicht nehmen. Komm, zeig mir deine Schwachstelle, Mistvieh. Komm, Schwachstellen. Jetzt, jetzt. Oh, perfekt, perfekt. Reicht das? Oh, nicht ganz jetzt aber. Hat den Exalfos besiegt. Das wollte ich gut tun. Bin ich jetzt an der Festung vorbeigerannt? Nee, da, ach so, da komme ich gar nicht hin, weil da die... Ich muss die Schleusen öffnen. Wo sind die Schleusen hier? Magus? Ernsthaft? Ein Magier-Skelett? Und wo sind jetzt hier die Schleusen? Öffne alle Schleusen und rette Ruto. Sind die da drin? Ah, das sieht gut aus, ja. Die zwei Festungen muss ich reinnehmen. Das sollte ich dann doch hinkriegen. Mitten reinlaufen und jetzt gibt es eine dicke fette Tanzparty. Boah, und einfach die Festung schon fast eingenommen. Mit einer Attacke. Oh, ich mag Schirk. Hilfe, ich brauche Hilfe, sofort. Ach, die hat noch mehr als die Hälfte Leben, die simuliert noch. Ich sehe das. Mein Gamepad weiß alles. Die lügt. So, haben wir schon neue Gebiete jetzt frei? Ah ja, Südwestkammer wurde erobert, die Schleuse ist offen.
Nachdem du die Schleusen geöffnet hast, ist das Wasser etwas zurückgegangen. Nein, wirklich. Das Wasser ist noch nicht ganz abgelaufen. Öffne auch die andere Schleuse. Komm ich da vorbei? Ja, sollte klappen. Ist da irgendwas, da ist ein Magus. Öffne alle Schleusen und rette Ruto immer noch. So, der Magus steht mir auf jeden Fall im Weg, aber da ist ja kein Hindernis. Nicht wirklich. Schick hat 1000 Feinde besiegt. Da oben. Oh, natürlich ganz oben. Sehr gut, man könnte sogar ausgezeichnet sein. Man könnte man. Sollte man aber nicht. Hahaha, ich bin Ruto. Wenn die schon so blöd redet. Also das Lachen, was sie da eingebaut haben im Spiel, klingt äußerst eigenartig, muss man sagen. Komm, zeig mir deine Schwachstelle. Jetzt aber. Darf ich ihn nicht verlieren, nicht auf diese Weise. Er geht's doch auch noch gut, fast. So. Es wird selbst mir etwas zu viel, überall nur Feinde. Ja, dann nimmt halt die Festung ein. Unterstütze Darunia. Wo ist denn der da oben? Was, die gehört... Nee. Ich dachte, ich habe die jetzt schon eingenommen, die Festung. So, noch ein bisschen tanzen. Dann geht's uns allen da viel besser. Hm. Festung quasi mit einem Schlag eingenommen. Das ist so unglaublich. Also die, von der Fähigkeit her ist die wirklich cool. Tut mir leid, aber ich wäre für jede Hilfe dankbar. Bin ja schon unterwegs. So, die Schleuse geöffnet. Komme ich jetzt an Ruto ran? Da drin sieht's cool aus. Die Südostkammer wurde erobert. Die Schleuse ist offen. So, jetzt gehen wir schnell zu Darunia. Obwohl. Oh, Impa geht's gar nicht gut. Wo ist denn Impa? Impa! Oh Gott. Sehr gut. Jetzt hilf Ruto. Oh Gott. Impa ist gleich tot. Impa ist tot. Besiege den Torwächter und rette Ruto. Impa wurde von feindlichen Truppen vertrieben. Okay. Wie beschämend. Ah, ich muss die Skulptur noch holen. Ah, verdammt. Komm ich da geradeaus durch? Ja. Komm jetzt hier. Du hast Ruto gerade um den Spiegel der Wahrheit erhalten. Kommt jetzt eine Szene? Bin etwas müde. Den Rest überlasse ich dir. Ja, zieh dich zurück. Boah, wie viele Gegner hier sind. Nein, das Skulptur ist weg. Ah, verdammt. Bedingungen für die Niederlage haben sich geändert. Nämlich? Keine Ahnung. Besiege Zelda. Okay. Kronhauptmann wurde von feindlichen Truppen vertrieben. Tu doch schon mein Bestes. Jetzt aber. Ja. Nachtschwärmer besiegt. So, jetzt geht's hier dann aber wieder ab. Was ist denn da oben jetzt für ein Turmsymbol? Siege Zelda, ich gehe gleich zu Zelda runter. Also erst. Ach so, das Festungskommandant, mein Gott. Ah, es könnte so einfach sein. Komm, da ist jetzt bestimmt das Herzteil drin, das wir hier finden können. Nein, eine versiegelte Waffe, okay. Dann eben nicht. So, das sind doch eine Menge Gegner. Kann ich noch mal ein paar erledigen. Den Rest muss Darunia selbst schaffen. Ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Ich muss mich jetzt um diesen Zelda-Fake kümmern. Sonst hat das hier nie ein Ende. So, gerade durch. Perfekt, wenn da schon so der Gang offen ist. Aber was willst denn du, kleiner Kommandant hier? Wenn der mich schon so blöd ansieht.